Vielen Dank, Felix. Du hast ja heute Morgen schon sehr schön den Bogen aufgespannt. Ich möchte das jetzt an drei Stellen vertiefen. Die Ziele kennen wir ja alle. Dekarbonisierung, Versorgungssicherheit und Begrenzung der Kosten. Die wollte ich sozusagen nur mal ganz kurz nennen am Anfang. Die drei Themen, an denen ich mich jetzt vertiefen will, aus dem schönen Überblick, ist sozusagen die kurzfristige Optimierung, die wir ja bisher mit der Strombörse machen. Was wir da sozusagen am Marktdesign für Herausforderungen und für Lösungsansätze gerade sehen. Dann als zweiten Punkt die langfristige Flankierung von Investitionen, da wo wir glauben, dass die Strombörse alleine, der Day-Ahead-Markt, das nicht schaffen wird. Und da geht es ja dann um den fokussierten Kapazitätsmarkt. Und als dritten Punkt habe ich noch eine Folie zu den erneuerbaren Energien und wie die da hineinspielen. Wir fangen jetzt mit der kurzfristigen Optimierung an. Das war mir sozusagen nochmal sehr wichtig, das auch heute zu präsentieren, weil das geht ja in der Debatte so ein bisschen unter, dass wir da auch ein Problem haben. Ich habe das mal das Nord-Süd-Problem genannt. Ich habe gleich ein paar schöne Ist-Daten auch mitgebracht, dass wir ein paar Zahlen auch sehen, ein paar Graphen. Das zweite Problem, das ich sozusagen sehe, ist sozusagen, dass man die Verknüpfung mit den Regelenergiemärkten beachten muss. Da geht ja der Trend zu kürzeren Ausschreibungsfristen. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da in der richtigen Richtung unterwegs sind und dass die Bundesnetzagentur da auch auf einem guten Weg ist. Sie wissen ja bestimmt, dass wir bei der Regelenergie schon einen Netzregelverbund haben mit der Schweiz, mit Dänemark, mit den Niederlanden, wo es da einen kostenoptimalen Abruf gibt. Das geht, glaube ich, auch in die richtige Richtung, dass wir da europäischer werden. Und das wird man auf weitere Länder ausweiten müssen. Genau. Und sozusagen das Problematische ist, glaube ich, eher das Nord-Süd-Problem. Hier habe ich Ihnen mal mitgebracht die Preise im Winter 2008, 2009. Man sieht hier einen Tagesverlauf über 24 Stunden. Und das ist der Durchschnitt über alle Wintertage. Deutschland ist die schwarze Kurve. Man sieht sozusagen traditionell den Mittags- und den Abendspeak beim Preis. Und ich habe Ihnen die Preise mitgebracht als Einführung, weil ja Preise immer ein Indikator sind für Knappheiten und für Lastflüsse auch, weil es ja immer von einem niedrigpreisigen Niveau zum hochpreisigen Niveau fließt, der Strom. Also wir haben sozusagen in Norwegen das klassische Speicherpreisprofil, ein Preis über alle Stunden. Und wir haben in Deutschland und Frankreich ein sehr ähnliches Preisniveau, aber in Frankreich ein leicht höheres. 2008, 2009 war sozusagen der früheste Zeitpunkt, wo ich alle drei Preise hatte. Jetzt habe ich in den letzten Winter auch mitgebracht. Da sieht man zwei sehr schöne Effekte. In Frankreich sind die Preise tendenziell ein bisschen höher als sozusagen noch auf dem vorherigen Bild. In Deutschland ist die Mittagsspitze so ein bisschen abgeschnitten, auch im Winter, ja? Also im Winterhalbjahr. Da ist jetzt der Preispeak um 9 und nicht mehr um 12, so wie das früher war. Das ist eigentlich mal eine ganz interessante Beobachtung. Man sieht auch, dass wir zu Norwegen eine immer stärkere Verbindung haben, dass sich sozusagen im Off-Peak in den billigen Nachtstunden sich durch Handel, obwohl wir da keine direkte Verbindung haben, sondern nur indirekte Verbindungen, sich da auch die Preise angleichen. Also die norwegischen Speicher sind auch Bestandteil des deutschen Strommarktsystems. Aber wichtig ist sozusagen, im Winter haben wir tendenziell ein Preisniveau, ein Nord-Süd-Gefälle. Also der Strom fließt von Norwegen über Deutschland in Richtung Frankreich. Und dass wir jetzt im Winter, wo es knapp ist, viel Strom aus Frankreich importieren, kann eigentlich gar nicht sein, weil die Preise ja in Frankreich höher sind. Genau. Hier habe ich jetzt mal die resultierenden Importe und Exporte für den letzten Winter mitgebracht. Man hat es sind wieder die 24 Stunden, unten ist nochmal das Preisprofil zur Erinnerung. Oben sind sozusagen Importe nach Deutschland und unten sind die Exporte. Wichtig ist sozusagen festzustellen, dass die Exporte größer sind als die Importe. Das ist sozusagen die erste Message. Die zweite Message ist, dass die meisten Importe in Norddeutschland geschehen und die meisten Exporte in Süddeutschland.
Und dass sie jetzt hier vor allen Dingen Österreich, Frankreich und die Schweiz, dass wir in diese Richtungen auch im Winter, wo es knapp ist, viel Strom exportieren. Als ich diese Folie gestern gemacht habe, die fand ich natürlich am schönsten. Ich habe jetzt sozusagen mal den Tag mitgebracht, den 8. Februar 2012. Das war sozusagen der Preis, wo wir den höchsten Strompreis im letzten Winter realisiert haben. 210 Euro. Da hatten wir ja in Frankreich noch sehr viel höhere Strompreise. Da sehen wir jetzt ganz schön, dass wir in der Größenordnung von 3 GW Strom an diesem Tag, wo wir die höchsten Knappheiten hatten, nach Frankreich exportiert haben. Österreich waren leider Datenlücken, da haben wir wahrscheinlich auch exportiert, in die Schweiz haben wir auch exportiert. Wir hatten also in der Größenordnung 4 Gigawatt Exporte Richtung Süden an dem Tag, wo wir die meiste Knappheit hatten. Da stellt sich mir dann doch die Frage, wir kommen ja dann später zu Kapazitätsmärkten, haben jetzt erstmal sozusagen mit dem Strommarkt angefangen, dass fraglich ist, ob uns das Ausland in Süddeutschland so viel hilft im Winter. Ja? Wenn wir jetzt 4 Gigawatt exportiert haben, dann kann man sich, glaube ich, nicht, es wird ja oft in der Debatte gesagt, ja, Kapazitätsmärkte ist nur oder Kapazitäten sind nur deutschlandweit ein Problem. Wenn wir das international betrachten, dann hilft uns das Ausland. Was sind sozusagen die Herausforderungen? Wir müssen einen optimierten Einsatz von erneuerbaren Energien, konventionellen Kraftwerken, flexibler Last, Importen, Exporten, Tagesspeichern, Langfriststeichern machen. Das kann die Strombörse grundsätzlich auch. Wir glauben auch, dass man die jetzt nicht verändern muss. Wir brauchen aber regionale Preissignale, weil bisher ist ja die Strombörse auf diesem Auge blind, auf dem regionalen Auge. Und da gibt es ja, ich glaube, da muss man einfach mal offen diskutieren, was da jetzt die richtigen Lösungen sind. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Details aufgeschrieben, was man machen könnte. Die Lösung ist jetzt noch nicht da, aber das ist auch ein wichtiges Thema. Man könnte regionale Preissignale einführen, man könnte Netznutzungsentgelte differenzieren nach Nord und Süd. Man könnte auch die Day-Ahead-Kapazitäten an den Grenzkuppelstellen im Süden, wenn mal Knappheiten auftreten, weil das ist ja immer die Diskussion. Wir haben Netzengpässe von Nord nach Süd und muss man dann noch 4 Gigawatt nach Süden exportieren? Das ist, glaube ich, kein Naturgesetz, dass man das muss. Und das kann sozusagen helfen, um die Nord-Süd-Engpässe, die ja gerade im letzten Winter, jetzt haben wir Sommer, jetzt ist es gerade nicht so in der Diskussion, aber ich glaube, hier gibt es auch marktwirtschaftlichen Anpassungsbedarf. Genau. Kommen wir zum zweiten Thema. Langfristige Flankierung von Investitionen und Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Die Herausforderung hat Felix in einem Einführungsstatement ja auch schon gesagt, dass die Day-Ahead-Markt oder der Energy-Only-Markt in einem bestimmten Kontext entstanden ist und wir glauben, dass der fundamental nicht zu langfristigen Investitionssignalen führen wird. Und für die Reservekapazitäten, die wir ja auch brauchen, also 5 bis 10 Gigawatt, gibt es auch gar keinen Markt, weil die werden ja im Energy-Only-Markt nie nachgefragt, diese Kapazitäten. Das ist sozusagen die Hauptherausforderung. Und dann gibt es noch so ein paar interessante Aspekte. Das ist die Entwicklung der Investitionskosten. Da sehen wir vor allen Dingen, dass sich zum Beispiel die Kosten für GOD-Kraftwerke in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt haben. Das macht es natürlich auch nicht einfacher, in neue Kraftwerkskapazitäten zu investieren. Gleichzeitig haben wir Probleme mit dem EU-Emissionshandelssystem, das wurde schon gesagt. Wir haben sozusagen die Probleme, dass wir für die Anreizung von Investitionen am Energy-Only-Markt hohe Preisspitzen bräuchten. Wir glauben nicht so richtig, dass Investoren an diese Preissignale glauben. Und das hätte ja auch hohe Verteilungseffekte, würde das nach sich ziehen. Und die sind politisch wahrscheinlich nicht beherrschbar. Wir brauchen also neue Einkommensströme für neue Kapazitäten. Und das sind nicht nur konventionelle Kraftwerkskapazitäten, aber langfristig auch, wird es auch für erneuerbare Energien und für Stromspeicher wichtig. Und dabei muss man immer die regionale Komponente mitdenken. Was sind sozusagen jetzt die konkreten Ziele von einem Kapazitätsmarkt,
wie wir uns ihn vorstellen. Die primären Ziele wäre sozusagen die Sicherung der bestehenden Kraftwerke, insbesondere in Süddeutschland. Dann ist Ziel die Flankierung neuer Kapazitäten in der Größenordnung 5 Gigawatt in 2020 bis zu 20 Gigawatt in 2030. Und gleichzeitig muss die Nachfrageseite einbezogen werden. Die sekundären Ziele sind die Begrenzung der Kosten für die Verbraucher statt fiktiver Effizienz. Es soll ein Beitrag zum Umbau des Stromsystems geschaffen werden und Lernfähigkeit und Fehlertoleranz ist ebenfalls sehr wichtig. Was bedeutet das dann konkret? Der konkrete Vorschlag ist sozusagen, dass wir uns zwei Teilmärkte vorstellen. Das erste ist sozusagen eine Bestandsanlagenauktion, ein Kapazitätsmarkt dafür. Und das zweite ist ein Teilmarkt für eine Auktion für Neubaukraftwerke. Wir stellen dazu gerade ein Gutachten. Im Oktober wird es da mehr Details geben. Wichtige Elemente sind sozusagen, dass wir davon ausgehen, dass die Anlagen am Energy-Only-Markt teilnehmen sollten und dass insbesondere für neue Kraftwerke ein Teil der Kraftwerke auch eine lokale Komponente bekommen sollte, also dass wir insbesondere in Süddeutschland diese Kapazitäten brauchen. Was sind sozusagen die Bewertungsaspekte für das Modell des fokussierten Kapazitätsmarktes, das wir vorschlagen? Das Modell ist effektiv, da sozusagen die kritischen Bereiche, und das sind ja gerade die Altanlagen, der Mittelbau der Kraftwerke ist ja nicht so problematisch, die sind ja ganz gut im Geld, und die neuen Kraftwerke, wo Investitionen anstehen. Das Modell ist relativ einfach einzuführen. Es ist etwas weniger effizient, weil es sozusagen nicht alle Kraftwerke adressiert, aber dafür ist es auch ein bisschen billiger als der sogenannte umfassende Kapazitätsmarkt. Und von der Kostenbelastung haben so erste Berechnungen gezeigt, dass wir da an das billigste Modell verfolgen. Und man fängt dann ja an mit Auktionen und das Modell ist dann auch, also ist lernfähig, man kann anpassen und weiterentwickeln. Dann sind wir schon bei den erneuerbaren Energien. Da habe ich noch eine Folie. Die Debatte ist ja wird sehr kontrovers geführt. Deswegen habe ich das unterschrieben mit ersten Ideen. Also das wurde ja auch schon gesagt, das bisherige Fördersystem war für die Nische sehr gut geeignet und jetzt muss man, aber wenn man aus der Nische herauskommt und die erneuerbaren Energien tendenziell an vielen Tagen fast das gesamte Stromangebot decken können, dann muss man sich was überlegen. Und wir stellen uns das sozusagen so vor, dass die Weiterentwicklung der Förderung der erneuerbaren Energien tendenziell in die ähnliche Zahlungsströme für Kapazität und Arbeit erhalten sollte und dass wir da tendenziell dann eine Marktkonvergenz bekommen. Da sind natürlich mehrere Schritte notwendig und der erste Schritt wird jetzt nicht sein, dass man das EEG abschafft und es nur noch eine Kapazitätszahlung gibt. Aber das ist sozusagen die Richtung und über die genauen Schritte muss man dann nochmal im Detail reden. Wichtig ist aber, deswegen vertreten wir auch kein Quotenmodell, Technologiedifferenzierung ist wichtig. Also Solar und Wind ergänzen sich ja ganz gut, verringern den Speicherbedarf. Und etwas Solar im Süden verringert ja auch den Speicher, also den Netzausbau dann. Genau. Das sind sozusagen jetzt die drei Themen, die ich Ihnen vorstellen wollte. Damit bin ich dann schon am Ende. Vielen Dank und ich freue mich dann später auf die Diskussion und